Im Süden Indiens, im alten, von den Portugiesen gegründeten Fort Kochi, existiert bis heute eine der ältesten Theaterformen. Aus dem Hafenstädtchen ist ein Dorf mit mittelalterlichem Flair geworden. Händler, Fischer und Touristen dominieren das Straßenbild. Seit 400 Jahren werden hier Mythen aufgeführt, die ursprünglich in Tempeln und auf heiligen Plätzen beheimatet waren. Das Mahabharata-Epos lieferte über Jahrhunderte den Stoff, doch mit jeder Generation wurden die Inhalte und Interpretationen modifiziert, bis schließlich eine zeitgemäße Kurzfassung entstand. Die Prozedur des Schminkens wurde ins Programm aufgenommen. Minutiös werden die Farben aufgetragen. Früher einmal war auch dieser Akt ein Teil der Zeremonien. Heute dient er touristischer Schaulust, doch es wird versichert, dass die Authentizität bewahrt bleibt. Das Rollen der Augen im Takt der Trommeln und eine unvergleichliche Mimik, das steht am Ende jahrelangen Trainings. Die Frauenrollen werden von Männern gespielt, so will es der Brauch. Masken und Kostüme und Tänze fügen sich hier zu einer Einheit, die großartige Bilder hervorbringt. Die Dörfer rund um Kannur sind seit Jahrhunderten Schauplatz der Theam-Kulte. Dieser einzigartige Brauch bezieht seine Inhalte aus alten Legenden, die sich über Jahrhunderte verändert haben. Im Unterschied zu den Katakali-Aufführungen nehmen sie keine Rücksicht auf Fremde. Diese haben erst vor kurzem den Norden Keralas entdeckt. Theam sind Ahnengeister, die sich während der Aufführungen in den Tänzern verwirklichen. Auch hier spielt das Schminken eine große Rolle und ist Teil der rituellen Handlung. Theams waren Menschen, die auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen sind. Unfallopfer oder Selbstmörder, vom Blitz erschlagene oder von anderen getötete. Hunderte verschiedene Charaktere bevölkern die Tempel. Mutaban, ein Findelkind, das es bis zum Gott gebracht hat, zählt zu den beliebtesten. Am Höhepunkt des Festes erzählen die Theam Geschichten aus ihrem Leben oder beantworten Fragen der Gläubigen. Im privaten Rahmen treten sie bei Hauseinweihungen oder Taufen auf. Sie werden vom Hausherrn bestellt und für ihre Auftritte belohnt. Sie bringen Glück und bewahren durch ihre Segnungen Menschen und Tiere, Häuser und Gärten vor Unheil.